Jo, und da wären wir auch schon wieder. Es ist inzwischen wieder Tag. Wir haben 6 Essen dabei. Und hier soll irgendwo noch ein fahrender Händler sein. What a perfect day to begin a journey. Ja, wir sollten diesen Tag eine Reise anfangen. Also hier soll irgendwo ein Händler sein, wurde in den Kommentaren gesagt. Und ein Thema, das auch noch aufkam, war, dass die Kämpfe, also selbst die Bosskämpfe, doch ziemlich einfach waren. Da kann ich zustimmen. Aber wir spielen auch nur auf dem normalen Modus. Auf dem Hard-Modus könnte schwerer sein, kann ich nicht beurteilen, ich habe es ja auch noch nicht gespielt. Aber um mal so ein bisschen auszureißen, wie viel man wirklich bei der Hand genommen wird und wie doll man auf die Nase bekommt, wenn man nicht so vorsichtig ist, wie ich bisher gespielt habe. Deswegen gucke ich jetzt kurz nach dem Händler hier und dann laufe ich zu den Banshees. Vor den Banshees hätte ich ja doch einigermaßen Respekt gehabt, aber ich will jetzt einfach austesten, ob sie auf der Welt Monster platziert haben, die dann einfach so wegpusten können. Oder ob es eigentlich total egal ist, wo man hingeht und überall ist es gleich einfach. Also das testen wir gleich. Und hier ist der fahrende Händler. Was hast du denn so Schönes? Oh, 2 NPCs. Oh, Experte für Feuermagie. Kaufen. Experte für Erdmagie. Kaufen. Das ist ja irre praktisch. Und du? Proviant kaufen. Der Naga-Tee. Ein Tee der Naga? Lass mich mal nachsehen. Ja, ich habe ein Kästchen mit Teeblättern, das ich aus dem Wolf-Herzogstum mitgebracht habe. Ich glaube, man nennt ihn Ole-Tee. Wir haben schon Teeblätter, wir wollten unsere eigentlich loswerden. Also, nö, danke. Außer das ist jetzt noch ein anderer Tee. Waren durchsuchen, wie viel Gold haben wir? 1000. Das ganze weiße Zeug müsste eigentlich weg und ich habe mein Inventar nicht sortiert. Also sonst bin ich ja ziemlich schlampig, was mein Inventar angeht, aber hier mag ich das irgendwie, weil das alles auf einen Blick ist. Also nicht auf 4 Charaktere verteilt, wie bei Might & Magic 6, 7 und allen anderen eigentlich auch. Das fand ich zuerst ein bisschen komisch, aber jetzt ist es doch irre praktisch. So, dann kann ich nämlich immer, wenn ich bei Händler bin, einfach hier unten rechts machen und ist alles verkauft. 1500 Gold, was hast du denn noch Schönes? Yumi. Ist das ein Sonderbogen? Plus 1 bis 1 Schaden. Oder vergebe ich keine 200er Gold aus? Die haben hier ganz schön komische Rüstungen. Was aber schick ist. Lebenselixier? Steigert die maximale Lebenskraft nach dem Verzehr dauerhaft um 5. Also gekauft. Mana-Elixier, gekauft. Den Händler sollte man auf keinen Fall aussetzen. Ja. Also entweder habe ich einen Patch verpasst, wo sie neue Grafiken eingefügt haben für Waffen, oder es gibt hier ganz andere Rüstungen und Waffen als in der Stadtstadt. Was auch schön wäre. Je mehr Varianz bei Ausrüstung, desto besser, sage ich immer. Gut, raus. Raus. Und kein Gold mehr. So, wer kriegt jetzt die Lebenspunkte? Das ist eine sehr gute Frage. Normalerweise sagt man mir, ja, gib's dem Tank. Der spottet nachher eh alles und so weiter und so weiter. Es klappt aber in der Regel nicht, weil es gibt ja auch Flächenangriffe. Und da ist dann vollkommen egal, was er macht. Also sollte eher eine von den beiden hier das bekommen. Und anscheinend bekommen Druiden mehr Lebenspunkte als Freimagier. Du hattest aber auch irgendeinen Ring, der noch was macht. Nee. Dunkelmagie? Das bringt nur mehr Bogenskill. Nö. Aber es kann sein, dass du irgendwas getrunken hast. Wie schaut es bei euch aus? Du bist also unser Tank, 156. Du als ebenfalls Krieger hast nicht ganz so viel. Aber wird auch niemals spotten. Also passt das eigentlich schon. Er kann schwere Rüstung tragen. Also ich denke, ohne hier irgendjemandem Vorzug zu geben, ich gebe ihr den Lebenspunkttrank, damit sie mit der Druide mithalten kann. Und dir den Mana-Trank. Ich glaube, du hast nur so wenig Mana, weil du im Gegensatz zu Talana nicht so hoch den Mystic-Skill hast. Wo ist Mystic? Ja.
du hast nur einen Punkt drin. Du hast 8 Punkte drin. Und jeder Punkt bringt 5% mehr Mana. Also hast du 40% mehr Mana. Und du nur 5. Also hast du 25. Kopf rechnen. Hast du 35% mehr. 73. 10% wäre 7. 14, 21. Bisschen obendrauf. Kommen wir auf 100. Hast du trotzdem mehr. Also ich denke, sie hat inhärent einen höheren Zauberpunktewert oder Mana-Wert. Und dafür die Druide einen kleinen, dicken, höheren Lebenskraftwert. Wie schaut es mit Vitalität aus? Habt ihr beide gleich viel? Ja. Geist. Hast du sogar 2 mehr. Und das bringt Mana. Also ja, du bekommst permanent Mana. Und ich mag so eine taktischen Sachen. Also wer bekommt was und so weiter. Wenn man es denn wirklich braucht. Aber, um zu gucken, ob wir wirklich so ein Feintuning machen müssen, gehen wir einfach jetzt das Aggressivste an, was ich hier dagegen kenne. Oder von dem ich glaube, dass es Aggressivste ist, was ich hier dagegen kenne. Die Banshees. Komm her, du doofes Banshee-Paar. Schreckgespenst. Schrecks, was? Schreckgespenst, ja. So, was habt ihr für eine Fähigkeit? Immunität gegen Gedankenmanipulation, Gift und Qual. Macht Sinn, das sind Untote. Und die sehen irgendwie anders aus als vorher. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Okay, was machen wir? Wir machen Angriff. Wir machen Spotten. Auf den anvisierten Feind. Okay, es macht nur bei einem Spott. Es bringt also nicht ganz so viel. Dann spott mal den nicht angegriffenen. Und der spott. Okay, Spotten gilt als Gedankenmanipulation und Geister lassen sich nicht spotten. Gut, hätte man sie auch fast denken können, aber ich bin nicht drauf gekommen. Also ja, nächste Runde prügeln wir einfach drauf los. Auf das da. So, du machst bitte eine himmlische Rüstung. Du machst bitte einen Debuff. Genau. Dann gucken wir mal, ob sie gleich losschreien und wir sie nicht bewegen können. Himmlische Rüstung hat 56 abgewehrt, 22 abgewehrt und 30 gehen durch. Keine Spezialattacke, kein Schreien, kein Stun, kein Lehm, kein sonst was. Gut. Hauen. Hauen, die sind gleich tot. Du probierst mal, wie viel Eisschaden sie bekommen. Ich denke, es wird sehr wenig sein. Na, geht. Unterkühlt. Der Geist ist unterkühlt. Der Schaden von Nahkampf- und Schussversuchen wird um 1 bis zum Minimum um 1 verhindert. Okay. Ein weniger Schaden ist nicht so viel. Feuer! Wow, okay. Ich hätte neue Rüstung zaubern sollen. Du, Heilung. Du, Verbrenn. Du haust den Rechten. Du haust den Rechten. Wusch, wusch. Heilung tickt weiter. Du hast keine Zauberpunkte mehr, aber trink lieber erstmal einen Heiltrank. Feuer. Schreckgespenst hat kleiner Lebensstrang verloren. Okay. Hauen. Hauen. Oh, bisher kein Schrei. Also ich denke, sie haben das echt rausgenommen. Was ein wenig schade ist. Denn so ist der Kampf eigentlich ziemlich gut machbar. Ich bin jetzt nur so vorsichtig, weil ich auf Nummer sicher gehen will. Theoretisch könnte man wahrscheinlich einfach durchprügeln. Wenn man ein, zwei Tränke halt benutzt. Oh, was war das? Haha, da ist der Spruch. Na also. Also, Gerogon ist jetzt gelähmt. Wie lange hält das? Ah, ich kann Gerogon nicht mehr auswählen. Okay. Das macht das Ganze gleich viel spannender. Hauen. So. Und Gerogon wird zerstückelt. Hauen. Feuer. Resümee. Sie sind immer noch garstig, aber nicht mehr so garstig wie früher. Und das müsste sich jetzt hoffentlich gleich auflösen, wenn ich ein paar Schritte gemacht habe. Weil vorher war es halt auf die ganze Gruppe Lähmung. Was ganz schön Overkill war, aber man konnte es schaffen, wenn man sich den Spruch vorholt. Oh, mir fällt gerade was ein. Das wäre richtig schön.
Eventuell, ich weiß nicht, ob es so ist, aber was schön wäre, wäre, wenn im Heldenmodus, also im schwierigeren Modus, die Monster auch andere Fähigkeiten haben. Also aber die Banshees haben dann nicht so einen Single-Target-Stun wie den hier, sondern den alten, der die ganze Gruppe betrifft. Das heißt, wenn man im Heldenmodus spielt, dann muss man wirklich sehr taktisch vorgehen. Und dann braucht man unbedingt diesen Spruch, der einen vor dem Lähmen schützt. Das wäre super. Weiß ich aber nicht, ob es so ist. Das musste dann jemand anderweitig mal austesten. Er wurde nicht entlähmt. Also schlafen wir einfach mal. Und schlafen hebt es auf. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Sorry. Noch nicht fertig. Hm, schade. Na gut, wir konnten wenigstens schon mal die Banshees ausprobieren. Das heißt, hier kommt jetzt noch ein Dungeon ins Startergebiet. Oh, das ist schick. Also ich fand, es sind so schon ziemlich viele. Aber Dungeons kann man nie genug haben. So, wir wollten aber eigentlich... Warum ist da ein Weg eingezeichnet? Hm, kann man nicht hin. Okay, wir wollten eigentlich zu den Dieben. Diebe... Unten hinterm Leuchtturm. Something is coming our way. Be ready. Irgendwas kommt. Ich glaube nicht, dass hier Gegner noch in der Nähe sind. Ich war ja am Anfang der Meinung, dass es Respawn gibt, aber so wirklich viel sehe ich davon nicht. Das werden wohl nur die Nachtmonster oder Tagmonster sein, die wir in der entsprechend gegenüberliegenden Zeit erledigt haben. Oder nicht erledigt hatten. Also wenn wir jetzt hier tagsüber durchgehen, töten wir nur die Tagmonster. Wenn wir dann später nochmal hierher kommen und es ist Nacht, dann können die Nachtmonster halt da sein. Das werde ich wohl für Respawn gehalten haben. Something's coming our way. Be ready. So, ab hier allerdings geht der Wald los. Das heißt, hier könnten wirklich Gegner kommen. It's the perfect day to begin a journey. Wo ist ein sehr komischer Baum? Ist das hier die Norm oder bist du ein Questbaum? Sieht aus wie ein Questbaum. Oder ein Gegner, der irgendwann hinter uns auftaucht. So, komm her, Wolf. So. Sehr gut, du drehst ihn im Kreis. Ups, das war der falsche Spruch. Weg. Bye, bye. Ja, komm, einzelne Wölfe, da rasen wir durch wie nix. Der ist auch nicht verbuggt. Ah, doch, ich hab zu früh. Gelobt. Zeug. Aber es wird bestimmt beim nächsten Patch gefixt. Das ist ja doch einigen Leuten aufgefallen. Und da wird das dann eher priorisiert. Oh, Kiste. Jo, alles mit. Da ist nix. Ein Unterstand von einem armen Fischer. Wir klauen sein Gold und seine Tränke. Hey, bist du der Fischer? Au. Ja, du bist der Fischer und du bist stinkig. Okay, schieß, schieß. Eis, renn. Stirb, Fischer. Weg, weg. Ah, Fischer ist tot. Irgendjemand räuspert sich. Was bist du? Ein Altar mit einem mehreren fliegenden Steinen. Und fliegenden Pilzen. Ich glaube, die sollen eigentlich runter. Gehen wir weiter. Hier ist noch mehr von dem komischen Holz. Vielleicht breitet sich das aus, wie eine Seuche oder so. So, was war das gerade? Da unten ist ein Brunnen. Oh komm, huschen wir nur kurz hin, sparen wir uns das Essen. Und damit ja halt auch das zurück in die Stadt laufen. Wobei wir ja gar nicht in die Stadt laufen müssen, wie wir am Anfang der Folge festgestellt haben. Wir können jetzt hier immer zu dem fahrenden Händler da hinten. Und ich denke mal, davon wird es später auch noch immer mal wieder welche geben. So auf der Hauptmap quasi verteilt. So, da waren wir schon. Da. Es kommt mir aber so vor, als wären es wesentlich weniger Banditen als beim letzten Mal, wo wir hier waren. Ich kann mir echt keine zwei Schritte gehen, ohne einen Dreiertrupp anzutreffen. Dabei. Habt ihr hier noch irgendwo irgendwas? Da vielleicht.
Wonach suchen wir eigentlich genau? Es ist ein Buch. Mhm. Und da geht's nicht weiter. Okay, rein da. Wirklich betreten. Ja. Und hier gab es, glaube ich, auch die ersten Geheimgänge und Fallen. Das heißt, wir sollten gleich mal den einen Spruch aktivieren, womit wir Fallen sehen können und den anderen, mit dem wir Geheimgänge sehen können. Oder hatten wir schon mal so ein Geheimfeld? Also jetzt im zweiten Durchlauf hier. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber gut. Du, zaubern. I feel stronger. Vorhanden sein von Geheimnissen. Schlafende. Nee. Hellsicht zeigt nach Fallen. Okay, 39 Runden. Oder halt Schritte. Da ist eine abgeschlossene Tür.